Okay, wir haben einen neuen Gegner. Dann schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll. Können wir mal zufällige Auswahl nehmen. Ich bleib bei Kakashi. Mecha Naruto, okay. Okay, komm, das kriegen wir hin. Jetzt mal wieder gewinnen. Das muss doch mal drin sein. Jo, mit solchen Verbindungsfails sehe ich schon wieder schwarz. Oh Gott, Kumpel, was ist los mit deiner Leitung? Was machst du denn noch so nebenbei alles? Oh Gott! Das ist ja wieder Roulette spielen hier. Also, ich kriege jetzt nicht so wirklich mit, was ich jetzt für Kombos so mache, ne? Gerade ein paar Probleme. Ich glaube, ich habe zu spät abgewehrt. Oh Gott, Alter, die Verbindung ist furchtbar. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Oh, Himmel! Ich... die Verbindung! Let's get rolling. Ja, ich habe gedacht, ich treffe ihn noch, aber da ist er schon wieder weg. Und dann halt genau in dem Moment kommt halt dieser Verbindungsfehler, dass du es eben nicht mehr mitkriegst. Ah, oh, jetzt aber. Well, we are eternal rivals, so we synced up nicely. Oddly enough. Ich glaube, der lädt sich nebenbei noch Bonus runter bei der Verbindung gerade. Mensch, du kannst nicht beides gleichzeitig machen. Das geht nicht. Okay. Nächste Runde. Neues Glück hier. Ich muss sagen, ich habe mit der Demo echt so viel Spaß. Auch die Online-Kämpfe machen Spaß. Natürlich gibt es ein paar Verbindungsfails, wie jetzt eben der Kampf gerade. Ja, man hat mal Lags zwischendrin. Ja, okay, das. Wenn das Spiel draußen ist, wird das sicherlich auch wieder besser werden. Und wenn die Leute vielleicht aufhören, 50.000 Sachen nebenbei zu machen und ihre Leitung zum Absturz bringen. Oh, neuer Gegner. Dann wird das, denke ich, auch besser. Und auch wenn ich noch nicht so gut bin in dem Spiel, ich habe da unglaublich viel Spaß dran und bin sicher, dass ich mit genügend Übung ja auch besser werde. Wie gesagt, in Ultimate Ninja Storm
da war ich eben immer mehr so der Story-Spieler. In Ultimate Ninja Storm 2 fehlt mir auch nur eine Trophäe, dann hätte ich die Platin-Trophäe. Allerdings spielt kein Mensch mehr dieses Spiel online. Und genau diese Trophäe fehlt mir eben, online zu spielen. Ja, und ich warte halt 500 Jahre, bis ich mal einen finde, und ich finde einfach keinen. Das ist schade, aber jetzt kein Weltuntergang. Es ist jetzt keine schwere Trophäe. Wenn man eben Gegner finden würde. Nicht dein Ernst. Damn it! This ends now. Scheiße. Okay, nein, das ist zu gut für mich. Der ist zu gut für mich. Das war richtig mies. Der ist aber auf jeden Fall richtig gut mit Sasuke, definitiv. Okay, wir machen jetzt hier noch einen Kampf. Ich würde gern mit dem Sieg aufhören. Ja, unglaublich. Es sind so viele Leute in dem Spiel, sie sind unglaublich gut. Das ist egal, was ich mache, ich gehe einfach unter. Chris Cross. Ich habe Chris Cross gelesen. Chris Cross würde sich besser anhören. Als Chris Cross. Oh, super Verbindung. Super gut. Das finde ich super. Okay, komm schon, let's go. Let's go. Let the battle begin. Die. Ach komm, wieder diese Häschen-Taktik. Das ist doch. Och, Leute. Ey, wieso lauft ihr immer weg und wartet bis ein. Okay, das Spiel kann ich auch spielen. Feiglingstaktik kann ich auch. Auch geil gerade. Time to get serious.
Nein, 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 Kakashi! Warte, das killt mich nicht? Jetzt bin ich tot. If you didn't get in my way. Irgendwie ist das ein bisschen frustrierend. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass ich wirklich extrem den Arsch voll kriege, wenn ich online spiele. Am Anfang war es, weil die Connection so furchtbar war und jetzt... Ja, es ist halt... Da sind so viele dabei, die spielen online schon seit Ultimate Ninja Storm 2 und ich fange jetzt erst so wirklich mit Online-Spielen an. Und da hast du halt immer die Arschkarte gezogen. Das ist aber in jedem Multiplayer so. Wenn du eben später bei einer Reihe anfängst, bei einem Multiplayer zu spielen, da hast du einfach Probleme. Leute, die das schon jahrelang dann spielen. Oh nö. Kakashi versus Kakashi. Die haben so viel Erfahrung, bei denen sitzt jede Bewegung zu 100%. Und da gehst du einfach unter. Du sitzt einfach nur noch davor und denkst dir, what the fuck? Again? Wow. Ich krieg andauernd solche Spiele, habe ich das Gefühl. Okay, Freunde. Was? Ich hab... What the fuck? Ich hab Abwehren gedrückt. Let's go, guy. What the fuck? Here I come, Kakashi! Well, we are eternal rivals, so we synced up nicely. Oddly enough. What the fuck? Ich hab... Ich hab Blocken gedrückt! Wieso hat das nicht hingehauen? Oh Mann, ich glaube, ich fange jetzt auch an, wie ein richtiges Arschloch zu spielen. So richtig Feigling-mäßig. Dann gewinne ich wenigstens. Ah, Himmel. Okay, wie gesagt, wenn ihr Tipps für mich haben solltet, ja, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich bin dafür wirklich dankbar. Ich werde euch noch ein paar Parts, denke ich, von dem Online-Modus raushauen. Mir macht das wirklich unglaublich viel Spaß, auch wenn ich halt aufs Maul krieg andauernd. Ja, mein Gott, ist okay. Habt ihr was zu lachen? Und ich hab, ja, ich meine, man lernt aus Fehlern und man lernt aus Niederlagen. Also, um irgendwie weiterzukommen, muss man halt manchmal auf die Fresse fliegen und auf die Fresse bekommen. Das akzeptiere ich und hoffe, ich werde auch dadurch etwas
besser. Wenn euch die Videos zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution gefallen, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen, um sowohl Video als auch Kanal zu unterstützen. Nochmal, wenn ihr Tipps haben solltet, dann schreibt die bitte in die Kommentare. Ja, zu Kombos, zu Charakteren, zu Items, zu Jutsus, zu Würfen, zu allem Möglichen. Wenn ihr irgendwelche Tipps haben solltet, ihr könnt die mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese das mir alles durch und bin wirklich dankbar dafür. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich mich vielleicht wahrscheinlich wieder durch Ultimate Ninja Storm Revolution noobe. Bis dahin, ciao!